Jo, hey Leute, heute gibt es wieder das Video von dem Training von dieser Woche. Diese Woche war ein bisschen anders. Ich glaube, ich habe ja in dem letzten Video schon gesagt, oder in einem der letzten Videos, dass ich die Woche davor ein bisschen down war und krass viel schlafen musste, also immer Nachmittag schlafen und so weiter. Und ich glaube, ja, das war sogar noch diese Woche. Also es hat sich halt fortgesetzt diese Woche, wäre auch ein bisschen komisch, wenn es jetzt von einem Tag auf den anderen weg wäre. Da habe ich halt dann nochmal richtig lange geschlafen, aber am Stück. Da bin ich dann um 6 Uhr abends eingeschlafen und habe am nächsten Morgen 8 Uhr wieder aufgewacht. Also 14 Stunden geschlafen. Und aber danach ging es wieder. Also das war, ich bin dann auch, war so richtig down, dass ich gesagt habe, okay. Da gehe ich auch nicht zum Training. Bin dann Montag gegangen, Dienstag, Mittwoch, Donnerstag nicht. Und dann Freitag, Samstag, Sonntag wieder. Also heute ist Sonntag. Und ja, ich habe dann natürlich das alles noch nachgeholt. Ich habe Squats und Bankdrücken dann am selben Tag gemacht. Also das ist jetzt die letzte Woche vom Cycle. Squats waren 157,5 Kilo, mal zwei Wiederholungen alles natürlich, und Bankdrücken waren 125 Kilo und Overhead Press, ach, das weiß ich gerade nicht mehr, irgendwie Simon, irgendwas mit 60 Kilo steht dann ja auch nochmal, ich gucke nochmal nach. Ja, also. Das ist ja immer so, ich bin halt am Überlegen, ob ich die Prozente runter machen soll, weil das sind eigentlich immer die einfachsten Sätze. Die zwei Wiederholungen mit 87,5%, weil es ist ja so, das ist die vierte Woche und da hat man dann natürlich schon Kraft aufgebaut und dann ist es halt eben, sind es nur zwei Wiederholungen, das heißt, es ist noch nicht mal so richtig, es zerstört einen nicht, weil nach zwei Wiederholungen ist schon wieder vorbei mit einem Gewicht, mit dem man zu dem Zeitpunkt wahrscheinlich vielleicht sogar fünf oder mehr Wiederholungen schaffen würde. Und deswegen, ja, das ist alles hier irgendwie relativ flutschig. Hier seht ihr auch, ich habe Squats und Bankdrücken am selben Tag gemacht, habe ich dieselbe Kleidung an und so weiter. Aber im Großen und Ganzen bin ich eigentlich relativ zufrieden. Es ist Ich mache Kraftgains, aber hier, jetzt kommt es noch dazu. Ich habe ja jetzt den Maximalkrafttest gemacht, gestern und vorgestern. Einfach um ja, das mal zu gucken, um wieder richtig schwere Gewichte zu machen, nicht einfach immer nur rechnen. Und das war eine Sache, die war sehr schön. Ich habe Overhead Press gemacht, das Video kam gestern schon, habe ich 85 Kilo geschafft. 87,5 habe ich gar nicht erst probiert. Ich weiß nicht, ob ich das möglicherweise auch geschafft hätte. Aber das kann man dann ja irgendwann später nochmal probieren. Dann schaue ich vielleicht auch 90. Aber jetzt ist so, also Overhead Press, da war ich sehr überrascht. Vorher war mein Rechengewicht bei 77,5, jetzt bei 85 Kilo. Und also für Overhead Press ist das eine relativ große Steigerung. Und ja, deswegen bin ich da sehr froh. Ich hatte eigentlich gedacht, jetzt bei Squats und Bankdrücken müsste ich dann auch bei Squats eigentlich so 180 bis 200 Kilo schaffen. Und bei Bankdrücken 150. Aber aus irgendwelchen Gründen hat das nicht ganz so geklappt. Ich habe dann heute den Maximalkrafttest gemacht. Und bei Squats habe ich dann leider schon, also erstmal hat mir dann direkt nach den Aufwärmsätzen schon richtig mein Arm wehgetan bei Squats. Ich weiß nicht, was ich da falsch gemacht habe, war irgendwie nicht richtig aufgewärmt und so weiter. Also irgendwas lief da nicht richtig. Also mein Arm tat mir sozusagen nach dem Squatten weh. Und dann, ich habe halt eben noch nicht mal 180 geschafft. Das finde ich halt auch relativ traurig. Ich habe eigentlich gedacht, das müsste ich locker schaffen. Und jetzt ist natürlich auch die Frage um Bankdrücken. Genau, wollte ich 150 schaffen. Ich habe mich ein bisschen verbessert. Ich habe dann 145 gedrückt. Aber halt eben, ja, 150 habe ich dann auch nicht geschafft. Und ja, jetzt ist natürlich die Frage, was nehme ich als Rechengewicht für den nächsten Cycle. Also für Overpress ist klar 85 Kilo. Man könnte mehr nehmen, aber 7,5 Kilo Steigerung ist schon viel, also 85 Kilo. Dann die Steigerung für Bankdrücken.
ist halt eben die große Frage, wenn ich mich nur von 142 auf 145 steigere, ist das eigentlich eine relativ geringe Steigerung. Das finde ich eigentlich echt doof so. Da bin ich halt echt so am Überlegen, was mache ich da? Aber ich denke, ich gehe einfach damit so. Ich habe 150 nicht gepackt, vielleicht, wenn es besser gegangen wäre, aber kann man dann noch sehen, dann erhöht man halt nächsten Cycle mehr. Also 145 für den nächsten. Und dann die große Frage ist Squats. Ja, also ich habe 162 Kilo für 7 Wiederholungen geschafft. Laut Rechner wären das 200 Kilo. Das ist so, und dann schaffe ich noch nicht mal 180. Das ist halt eben ein bisschen komisch. Das ist eine Differenz von 20 Kilo. Da weiß ich jetzt nicht, was ich machen soll. Und ich habe für diesen Cycle schon 180 als Rechengewicht genommen. Und ich kam mir eigentlich ganz gut durch. So, und deswegen denke ich mir, okay, wenn es nur aufs Rechengewicht ankommt, ich habe halt einfach, wahrscheinlich ist meine Technik noch nicht gut genug, dass ich mit dem richtig schweren Gewicht super zurechtkomme bei Squats. Und deswegen habe ich da wahrscheinlich einfach Probleme, dass ich einfach die Maximalwiederholung bei Squats noch nicht so raushauen kann. Dass ich ja da einfach nicht sicher genug bin. Und mit dem leichten Gewicht schaffe ich sozusagen die Wiederholung, aber bei dem schweren Gewicht kann ich dann die Technik nicht mehr sicher halten. Und deswegen scheitere ich wahrscheinlich dann schon bei 180 Kilo. Das könnte ich mir vorstellen. Deswegen neige ich eher dazu, jetzt doch ein höheres Rechengewicht zu nehmen von vielleicht 190 oder 195 Kilo für den nächsten Cycle. Vielleicht noch nicht direkt 200 Kilo, aber schon deutlich erhöhen. Weil ich bin ja auch eindeutig stärker geworden. Nur halt eben irgendwie funktionieren die Maximalwiederholungen nicht. Deswegen denke ich 195 Kilo für den nächsten Cycle. Weil es halt so eine gute Mischung. Also laut dem, ne, Rechner müssten es 200 sein. Aber laut dem, was ich halt geschafft habe, schaffe ich halt eigentlich nur 175. Und dann sage ich einfach, okay, dann mache ich 195. Relativ nah an meinem Max, aber halt nicht direkt das. Und dann sehen wir halt weiter, wie es weitergeht. Das war es erstmal zu diesem Training. Ich labere hier schon ganz schön lange. 7 Minuten. Ich denke, da habt ihr jetzt wahrscheinlich alle Sätze mit allem hin und her gesehen. Dann sage ich erstmal bis zum nächsten Mal und ich hoffe, dass es gut weitergeht und keine Ahnung, wünsche euch auch viel Erfolg im Training oder so und man sieht sich.